Was ist denn hier im Grabseriet entstanden? Wir sind der Sache näher gerückt. Storchennest heissen die beiden Häuser. Ein Haus für kleine Kinder, wo sich Grosses abspielt. Betrieben wird das Haus vom Verein Spielraum Lebensraum und am Tag der offenen Tür haben alle daran geholfen, den glatten Gästen einen trockenen Besuch zu bescheren. Sogar die Gemeinderätin Kado hat noch mitgeholfen. Die Präsidentin vom Verein Spielraum Lebensraum, wo eben dem Ort eine ältere Kindgruppe Wiegenstube, eine Spielgruppe und eine Kindertagesstätte Kinderstube anbietet. Präsidentin Janet Berger hat die Gäste begrüßt. Der Verein Spielraum Lebensraum darf also die zwei wunderschönen Häuser bespielen. Und das ist der Stiftung von Heinz und der Maria Luisa Nüsch zu verdanken. Das Storchennest, der Bau, der will ein Statement sein. Ein Statement dafür, welchen grossen Stellenwert die frühe Kindheit für den Lebenslauf, für den ganzen Lebenslauf, aber auch für die ganze Gesellschaft hat. Aber wer sind wir denn, der Verein? Wir, das ist ein Team von 20 Frauen. Ein Teil sehen Sie heute hier. Und alle die Frauen, die nehmen im Verein eine Form von Arbeit, eine Aufgabe inne. Vor 17 Jahren, da haben Maria Luisa Nüsch und ich die erste Gruppe gegründet. Da ist mein Jüngster gerade in Kinski gekommen. Und die erste Gruppe, das sind 6 Kinder und ihre Eltern gewesen, die einmal wöchentlich zu uns gekommen sind spielen. Und meine erste Gruppe, die hat bei mir daheim im Wohnzimmer stattgefunden, im Vercell. Und das hat bedeutet, dass ich am Abend einmal das Wohnzimmer ausgeräumt habe, Möbel ins Esszimmer gestellt habe, den Raum mit Spielsachen und mit Bewegungselementen eingerichtet habe und am Abend wieder alles zurückgezügelt habe und es wieder ein Wohnzimmer geworden ist. Und das ist eine Weile lang gut gegangen, bis dann die zweite und die dritte und die vierte Gruppe dazu gekommen ist. Und dort hat dann die Geduld von meiner Familie ein Ende genommen. Da ist dann vorbei gewesen. Und heute haben wir hier bei uns zwischen 13 und 15, es variiert einmal ein bisschen von Quartal oder von Semester zu Semester, 13 bis 15 so Wiegenstubengruppen. Aber auf dem Weg hierher haben wir schon ganz viele Stationen gemacht. Wir waren im ehemaligen Kindergarten im Oberdorf gewesen. Wir waren im Studenschulhäuschen gewesen. Wir haben die Tuchfabrik an der Mühlbachstrasse gemietet und jetzt sind wir eben hier im Storchennest. Die immer gleichen Kinder kommen einmal in der Woche, und sie sind alle etwa im gleichen Alter, kommen immer zu der gleichen Leiterin spielen. Und die Leiterin die richtet den Raum auf Bedürfnisse und im Alter dieser Kinder speziell ein. Also sie braucht Material, wo zu vielfältigem Forschen und Entdecken einlädt. Und dabei ist die Leiterin eigentlich wie eine Art Mediatorin im Raum. Das heisst, sie begleitet die Kinder durch Konflikte. Sie ist aber auch in der Nähe, wenn ein Kind mutige Schritte wagt und zum Beispiel klettern geht, etwas Neues ausprobiert. Und die Eltern die sitzen einfach am Rand. Und wir kommen häufig die Rückmeldung über von den Eltern, indem sie eben nicht aktiv müssen ins Tun und ins Spiel eingreifen, haben sie die Gelegenheit, einfach ihr Kind mit ganz neuen Augen zu sehen. Und die Eltern die beobachten natürlich auch vor allem uns ganz genau. Was brauchen wir für Worte? Was machen wir, wenn es einen Streit gibt, einen Konflikt gibt? Also da wird ganz gut geschaut und gelesen. Und die Eltern die kommen aber auch noch zu Begleitüben zu uns. Also jede Gruppe kommt so alle 2 bis 3 Wochen in einen Begleitabend. Und an diesem Abend da wird dann diskutiert, was ist beobachtet worden, was tauchen für Fragen auf, was haben sie daheim für Fragen. Es ist ein Austausch eigentlich unter Gleichgesinnten, weil sie sind ja alle im gleichen Erziehungsalltag. Und weil wir am Morgen nicht oder an diesen Spielsequenzen nicht über die Köpfe der Kinder hinweg, über die Kinder reden, sind die Abende eben sehr
wertvoll. Und darum brauchen unsere Leiterinnen alle auch die nötige fachliche Aus- und Weiterbildung. Es ist eigentlich, wir schauen das als Elternbildung an, was wir hier machen. Und alle Mitarbeiterinnen haben Aus- und Weiterbildung sicher in der Pickler-Pädagogik, weil die unsere Arbeit ganz maßgebend prägt. Demi Pickler hat Forschung betrieben über das Spiel, Bewegung und Pflege. Und ich möchte die Themen erklären anhand von Beispielen bei uns. Das Spiel. Wir richten den Raum, unsere Räume, mit Spielmaterial ein, wo zu ganz interessanten und Experimenten einlädt. Zum Spielen, zum Erforschen, zum Experimentieren. Und wenn Sie nachher den Rundgang machen, werfen Sie mal ein Auge auf das Material. Es ist über Jahre hinweg gesammeltes Material. Es ist nur wenig fertiges Spielzeug. Und es lädt einfach zu vielen Sinneserfahrungen ein. Bei uns heisst das, dass wir dem Kind, wenn es kommt, spielen, nichts vorzeigen. Nicht animieren zum Spiel. Und vor allem nicht korrigieren. Also das Kind wählt selber, mit was das es spielt, wie das es damit spielt, wie lang das es damit spielt, mit wem das es spielt. Das Material, das Sie sehen, das verlangt auch ganz viel Fantasie und Kreativität von den Kindern. Zum Spiel gehört immer auch Bewegung. Für eine gute Bewegungsentwicklung braucht es nicht nur die grossen Schritte, wie aufsitzen, kriechen, laufen, sondern Demi Pickler hat die ganz kleinen Zwischenschritte erforscht. Und die kleinen Zwischenschritte sind es, wo dem Kind ein stabiles Körpergefühl vermittelt, ein Gleichgewicht und eine angemessene Körperspannung. Und unsere Aufgabe ist es, die Eltern auf die kleinen Zwischenschritte aufmerksam zu machen. Und so ist es auch, dass wir bei uns Kind nie aufsetzen, wenn es noch nicht selber sitzen kann, und nie an der Hand führen, wenn es noch nicht läuft. Am Anfang liegt ein Kind einfach auf dem Rücken, wenn sie klein sind. Man muss sich vorstellen, es sind Kinder in der Wiegenstube, die ab halbjährig, dreivierteljährig schon kommen mit ihren Eltern. Sie liegen einfach auf dem Rücken und haben die Hände und den Blick frei zum Hantieren. Und erst nachher kommt ein Rollen, ein Drehen, ein Roppen, ein Aufstützen auf die Hände und. Was nachher alles eben zu diesen grossen, wichtigen Bewegungsentwicklungen führt. Damit das Kind spielend und in Bewegung sich und die Welt kann entdecken kann, braucht es eine gute emotionale Nahrung. Und die Nahrung, die kommt sie der Pflege über. Die Gelegenheit, um die Nähe und die ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen, gibt es beim Wickeln, beim Essen gehen, beim Anlegen, beim Nasenputzen, beim aufs WC gehen und. Und wenn es in dieser Zeit genügend von dieser Aufmerksamkeit überkommt, dann muss es nachher nicht die restliche Zeit die einfordern. In der Pflege hat auch die Sprache einen wichtigen Stellenwert. Wir erklären dem Kind, was mit ihm passiert. Wir laden es mit Wort ein, um mithelfen, geben seinen Körperteil einen Namen. Und so entdeckt das Kind nach und nach sich selber, seine Selbstwirksamkeit und gelangt so zur Selbstständigkeit. Die Wiegenstube, also das ist das, wo eben die Kleinsten kommen, zwischen 6 Monaten bis 3 Jahren, wo immer
konstant kommen, immer in der gleichen Gruppe mit ihren Begleitpersonen, sind aktuell 71 Kinder pro Woche. Nach der letzten Sommerferien, das Jahr, haben wir mit 7 Spielgruppen gestartet. Das sind insgesamt 47 Kinder. Hier kommen die Kinder 2 Stunden. Sie kommen allein und bleiben so, sind meistens schon bei 3 Jahre alt und bleiben dann bis zum Kindergarteneintritt. Und wie erwähnt, haben wir die Kindertagesstätte, die Kita, mit einer Betriebsbewilligung für 15 Kinder. Die Plätze, die sind im Moment restlos ausgebucht, belegt, und zwar von 35 verschiedenen Kindern. Ein paar kommen nur einen Tag zu uns und ein paar die ganze Woche. Die Kinderstube ist auch ein Lehrbetrieb und wir haben Freude, dass diesen Sommer unsere erste Lehrfrau in der Ausbildung FABE, EFZ, konnte ihre Lehre abschliessen. Und die zweite ist jetzt gerade gestartet. Es besuchen uns aktuell also aus Graps 64 Kinder, aus Buchs 26 Kinder, aus Hagamsenwald, Frümses, Alitz und Sachs 16 Kinder, aus Sevelen 4, aus Wartau 2, aus dem ganzen Liechtenstein 38. Und wir haben auch Leute von weiter her, bis auf Rorschach oder in Stockenburg, da sind 7. Und wer jetzt ganz schnell war im Addieren, der merkt, dass so fast 160 Kinder und mit den Begleitpersonen in der Wiegenstube gut 230 grosse und kleine Menschen wöchentlich durchs Storchennest spazieren. Also es ist ordentlich etwas los. Seit vielen Jahren ist uns aber auch ein Anliegen, dass Familien unverbindliches Angebot bei uns besuchen können. Das passiert in den Wintermonaten am Samstag im Sandraum. Den sehen Sie dann hier drinnen. Und die restliche Zeit einmal wöchentlich auf der Bewegungsbaustelle. Und die beiden Angebote, das freut uns sehr. Die werden immer wieder regelmäßig auch von Kindergärten und Einführungsklassen aus umliegenden oder auf Grabs von Schulgemeinden genutzt. Die buchen das bei uns. Dann möchte ich auch erwähnen, dass im Storchennest immer Kurs stattfindet. So ist die Hebamme bei uns mit dem Geburtsvorbereitungskurs, der regelmässig hier stattfindet. Dann findet auch die Ausbildung zur Leiterin von älteren Kindgruppen, von der Elementarpädagogik, hier statt. Und regelmässig kommen auch Teams aus anderen Kitas, aus Behörden, aus Verwaltungen oder Gemeinden zu uns, zum Schulungen buchen. Zu verschiedenen Themen. Und so ist zum Beispiel die Stadtverwaltung Aarau bei uns gesehen, weil sie ein Familienzentrum gründen und neue Angebote kennenlernen. Und die Rückmeldung war, sie hätten sich nie vorstellen können, dass so am Rand der Schweiz, so auf dem Land, so Postabgänge. Und das freut uns natürlich. Und das zeigt auch, was Graps zusätzlich mit allen anderen Angeboten auch für eine Qualität, für eine Lebensqualität für Familien hat. Das ist natürlich ganz toll. Also ich bin begeistert vom Storchennest, das wir heute kennenlernen durften, bei dem Rundgang, den Janet Berger uns gegeben hat. Und also ein riesen Mehrwert für Kind, aber auch für Graps. Es hast schon Rückmeldungen gehabt. Hast du die Frau und deine Tochter dabei gehabt? Haben sie etwas gesagt? Ja, wir sind alle begeistert. Die Adriana war schon am Spielen und jetzt so wieder. Und das andere hat ja, das Gleiche wie ich gesagt, in dem Sinn, wenn du in die Räume kommst, hat es die Ruhe und die Wärme. Und das ist einfach extrem angenehm. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, ein richtiger Mehrwert und etwas Wunderschönes. Also es würde mir auch gefallen so.
Wie ist das Zeit? Immer arbeitet mit all diesen pädagogischen Ansprüchen jetzt für dich. Du bist ja der Schmied, du hast das da zusammen geschmiedet, eigentlich allein, zusammenarbeitet mit den Leuten. Zusammenarbeit, ja. Ja. Wie ist das Zeit mit diesen Pädagoginnen? Sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend. Und dann hast du einen Kompromiss eingehen, oder? Nein, ich glaube, also nein, Kompromiss schlussendlich hat man nicht müssen eingehen, aber es war ein Ringen um Lösungen, wo ja. Aber Kompromiss hat man eigentlich nie eingehen. Nein, das ist nicht so. Du hast es tief geschnauft, also es war ja ein Ringen. Ja, das ist, aber ein angenehmes Ringen. Mhm. Also, wo ja schlussendlich wahrscheinlich das ausmacht, was das Projekt spannend macht. Also ich glaube, oder mal eingespürt im Projekt, das Ringen sehr an, aber das heisst ja, dass sehr viele Ideen schlussendlich drin eingetragen worden sind. Das ist also ein Zusammenwirken in dem ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn so der grösste Punkt des Ringen gewesen? Also, weißt du, um etwas verständlich machen, was sehr schwierig ist zum Umsetzen, was kostensteigernd ist, oder was ist es vor allem gewesen? Schwierig. War der grösste. Nein, ich glaube, schlussendlich war es ein Aushandeln von einer. Von was für Räumen passen genau zu ihrer Philosophie und dort hatte ich am Anfang wahrscheinlich andere Vorstellungen gehabt. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, so das Kernthema glaub, von dem Gebäude ist wie so das Ursprüngliche. Und was das Ursprüngliche aber ist, da haben wir am Anfang unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt. Das heisst, mit der Antwort ist auch interessant, man wächst dann in etwas ein, richtig, muss richtig. Können verstehen, genau. Das umsetzen. Genau, und dann eben das herauszufinden, was das Ursprüngliche für die Bauaufgabe ist, ja, das ist der Weg gewesen. Finde ich noch toll, gell? Ein Griff Pädagogik also auf Architektur, was ja etwa mal vielleicht sinnvoll wäre, und darum stehen vielleicht auch bessere Lösungen herbrechen, vielleicht die einfachsten. Ja, also immer sinnvoll, weil schlussendlich Architektur sollte immer vom Mensch ausgehen. Und das ist eine schöne Idee, der Aufgabe daraus, wie das Haus genannt wird. Es wird als Haus für Kleinkinder wird genannt, und das impliziert ja eigentlich schon, dass es um den Mensch selber geht. Und das ist auch meine Auffassung von Architektur. Architektur ist schlussendlich immer die Verbindung zwischen dem Mensch und dem Ort, wo man das Gebäude baut. Und ja, das ist die Ausgangslage. Stellst du etwas fest von der Veränderung, was Väter und Mütter betrifft oder Herren können? Ja. Ich sehe mehr Männer bei uns. Es kommen mehr junge Väter zu uns, benutzen die Wiegenstube an ihrem Vatertag, kommen sie extra für uns zu uns in die Wiegenstube. Das ist wirklich schön. Ja. Und es wäre auch wünschbar, dass einiges sonst passieren würde, dass man vielleicht auch ermöglicht, dass es kleinere Preise gibt, dass man Kinder herbringen kann, dass der Staat ein bisschen mehr beitragen kann. Das wäre sehr schön, wenn uns auch von der politischen Seite her die frühe Kindheit mehr Unterstützung kriegt und auch natürlich finanziell. Weil auch viele junge Familien ist das nicht möglich, das Angebot bei uns zu nutzen, aus finanziellen Gründen, und es auch gerne hätten. Ja. Und das trotz eurem grossen Einsatz mit ganz kleinem Lohn, gell? Da müssen wir ehrlich sein. Ja, es ist natürlich viel rundum, wo nicht zahlt ist. Das ist immer so. Wir sind ein Verein, es ist eine ganz viel Vereinarbeit und natürlich in allem hin, was wir da machen. Ja. Das Starkenest ist jetzt stand gekommen. Ihr seid hier Mieter natürlich zu einem günstigen Preis. Es gibt aber immer noch, ich sage es einfach mal, ein Darlehen von 1,7 Millionen Franken, wo immer noch so in der Luft steht. Also es ist eine Privatinitiative, die ganz, ganz viel von dem macht, was eine staatliche Aufgabe wäre. Wie kriegen wir das echt einmal noch hin? Ja, da ist jetzt Politik gefragt. Die muss jetzt einfach auch für die frühe Kindheit auch ein bisschen Geld sprechen. Indem dass sie so Organisationen und so Vereine halt unterstützen oder vielleicht irgendwie auch über das Kind, das kommt, uns unterstützen. Das könnte man ja auch. Also sie müssen nicht nur uns unterstützen als Verein, vielleicht auch das Kind, das uns besucht. Dass es einfach ein bisschen mehr Entlastung gibt für so Organisationen, die so viele Sachen leisten für die. Ist dir die Lust nie vergangen, für das alles zu kämpfen? Nein, gar nicht. Das lohnt sich.
das lohnt sich, dass wir da jetzt investieren. Und ich glaube, die jungen Familien, die schätzen unsere Arbeit sehr. Es ist jetzt, glaube ich, niemand da, wo du kannst, filmen von den jungen Eltern. Aber sie schätzen unser Angebot und für die machen wir das sehr gerne. Maria Luise Nüsch, du bist echt die geistige Mutter von dem starken Nest. Was ist dir wichtig gewesen? Das Wichtigste war für mich, dass es einen Platz gibt, wo Kinder und Eltern zur Ruhe kommen. Wo sie wirklich runterkommen und nur dann können die Kinder wirklich friedlich und frei spielen. Aber die Idee ist schon sehr alt, über 40 Jahre alt, haben in einer aktiven Elterngruppe im Kindergarten ist der Wunsch aufgekommen, man sollte einfach eine Oase für Kinder schaffen. Und das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Ein grosser Traum. Und das ist ja ohnehin wichtig, dass man Zeit gibt, dass man den Kindern auch Selbstbestimmung ermöglicht, sonst werden sie dann Empfehlungsempfänger, dass man gerade in den ersten zwei Jahren ganz fest auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht. Das ist Grundlage für das ganze spätere Leben. Das ist vielleicht vielen nicht so klar, wie wichtig das ist, die Grundlage. Es wird zum Teil ersichtlich in der Sprache. Man merkt es dann, was in den ersten zwei Jahren nicht können stattfinden, nicht dürfen stattfinden, kann man dann mit unglaublich viel Effort fast nicht mehr aufholen. Ihr kennt das hier, also die Zeit kennt ihr hier den Kind. Da macht der Raum jetzt noch speziell möglich, aber haben sie natürlich vorher schon gemacht. Das ist auch eine Philosophie, die auch hinter einem Wirken steht, nehme ich an, oder? Ja, das ist die Philosophie und der Zugang von der Kinderärztin Emmy Bickler, die da Jahre lang geforscht hat, was das Kind wirklich braucht, dass es sich frei entfalten kann und harmonisch entfalten. Und das hat uns unglaublich viel geholfen im Umgang mit den Kindern und mit den Eltern. Dass das möglich ist, eine freie Bewegungsentwicklung, die wird heute so gestört durch die ganze Industrie, die rund ums kleine Kind sich da, es gibt dicke Kataloge nur mit Sachen für das kleine Kind, von dem, was es alles machen soll. Und es wird einfach gezogen, anstatt dass man es einfach in Ruhe für sich entfalten lässt. Und alle zeugen und manchmal noch auf verschiedene Richtungen und das Kind wird eigentlich verrissen. Wie schwierig ist es, um diese Philosophie jetzt hier, natürlich beim Aufenthalt zum Träger zu bringen, aber um die auch an die Eltern herzubringen, damit sie auch daheim das darf erleben? Ja, jetzt die Eltern in den Wiegestuben, sie können ja einfach rundherum sitzen und einfach zuschauen. Sie müssen nichts machen. Das ist für viele schon eine grosse Erleichterung. Und dann sehen sie Sachen an ihrem Kind, die sie vorher nie gesehen haben. Sie bauen wirklich Vertrauen aufbauen. Mein Kind ist stark und mein Kind will. Und es kann sich entwickeln, selber. Ich muss nur die Ruhe und die Umgebung schaffen, wo das möglich ist. Viele sind wirklich sehr erleichtert, dass das so ist, weil viele haben ihr Kind da das erste Mal gesehen, allein, ganz allein, spielen von sich aus, ohne dass man etwas gezeigt hat. Du bist Kindergärtnerin, du bist auch Autorin. Es ist dir irgendwie auch ein Anliegen, oder? Sich für Kinder einzusetzen. Wie ist denn das in dir gewachsen? Ja, das habe ich eigentlich schon als Kind gewusst. Ich bin schon als Mädchen bin ich zu den Hebammen zu Buchs, ihre helfen bei den Babys. So ganz von mir aus. Und bin ja dann auch Kindergärtnerin geworden. Aber ich habe gesehen, dass man einfach früher anfangen muss. Im Kindergarten sind schon so viele Kinder gekommen, die angeschlagen waren. Ich habe immer gedacht, früher anfangen. Und das ist jetzt wirklich das, dass man ganz, ganz früh anfangen kann. Und das ist jetzt Privatinitiative. Also ich muss es vielleicht noch sagen, ich bin selber Schulratspräsident, bin lange Jahre auch Lehrer gewesen. Das war immer auch meine Message gewesen. In der Schule kommen wir dann mit 4 daran her, es ist viel, viel zu spät, oder? Auch mit 3 ist noch zu spät. Also wie schaffen wir das politisch, dass wir irgendwie früher wirklich daher können, dass wir auch einen Zugriff haben? Ja, da ist jetzt das wunderbare Beispiel von der Stadt Aarau.
wo eine Frau, die bei uns auch die Ausbildung gemacht hat, ist dort eine andere, die gekommen ist, schauen da. Jetzt ist die Stadt Aarau die erste Stadt, die so etwas anbietet für Eltern, und zwar gratis. Das hat uns unglaublich gefreut, dass jetzt die Aarauer die Ersten sind, die das gemerkt haben. Gratis ist hervorragend, aber ein bisschen billiger wäre auch schon etwas. Also meine Frau ist Kärntnerin, die zahlen dort für eine Betreuung. Oder? Die haben dann zuerst mal selber geschaut, schauen sie zuerst, machen ein halbes Jahr. Wenn sie es zum Beispiel jetzt in die Kinderbetreuung schicken, zahlen die im Monat über 120 Euro. Wir haben da zum Teil in gewissen Kita Vollkostenrechnungen pro Tag, also die nicht steuermäßig abgefedert sind, von 80 Franken im Tag. Also wir haben einen riesigen Nachholbedarf. Wie bringen wir das her, damit Aarau nicht ein Einzelfall bleibt? Also ich rede, muss das berichtigen, wie in Aarau sind das nur die älteren Kindgruppen, die gratis sind. Okay. Nicht Kita. Ja. Wie man das herbringt, ist, es muss einfach immer mehr Leute klar werden, wie riesig Folgekosten sind, wenn die frühe Kindheit nicht gut verläuft. Viel, viel höher. Mhm. Und es muss auch klar werden, dass man die Frauen in die Arbeit nimmt, dass man eigentlich die Möglichkeit sehr oft von der Erziehungsarbeit auch wegnimmt, von der familiären. Das heisst, es läuft dann eben zu einem Storchennest, oder wie man das dann immer will sagen. Das heisst, der Staat müsste dann auch B sagen, wenn er schon die Frauen gesetzlich in die Arbeit nimmt, und müsste dann eigentlich so Angebote auch dementsprechend subventionieren. Ich glaube, viel anders läuft das nicht, oder hast du da eine andere Idee? Ja. Es ist einfach so, wenn der Staat das übernimmt, jetzt die, unsere Arbeit mit den ganz kleinen Kindern in der Wiegestube, da sind wir noch ganz frei. Und wir müssen selber einfach sehr gut sein, dass es läuft. Und wenn der Staat das übernimmt, dann befiehlt der Staat. Weißt du, ich meine nur finanziell Zuschüsse natürlich, ja? Ja. Ja. Ja, also auch über Zuschüsse. Das habe ich beim Kindergarten gesehen, tut mir sehr weh, wie der Kindergarten sich entwickelt hat, dass er sich verschult hat, dass er zu früh anfängt. Das war früher auch eine freie Zone, der Kindergarten. Maria Luisa, was sehr werden in vielfältig entwickelt hat. Entschuldigung, jetzt habt ihr eingeredet. Maria Luisa, was wäre denn dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch, dass die frühe Kindheit so als Schatz angeschaut wird, dass jeder auch merkt, dass in ihm selber eigentlich das kleine Kind auch noch lebt und dass er dort sich aufbauen und lebendiger und fröhlicher und sozialer werden kann.